Herzlich willkommen zur Hoffnungszeit in der Fastenzeit. Heute aus der Kirchengemeinde Marbach in Oberschwaben. Mein Name ist Irmgard Hund, ich arbeite in der Pflege und bin ehrenamtlich aktiv in der Kirchengemeinde Marbach. Corona bestimmt unser aller Leben. Es hat auch meinen persönlichen Alltag sehr eingeschränkt und mich in meiner persönlichen Freiheit ausgebremst. Corona hat mein Leben aber auch von überflüssigem Alltag entrümpelt, meinen Blick geschärft für das Wesentliche, mir Zeit geschenkt, meine Lebensweise zu überdenken und mich neu auszurichten. Ich bin auf der Suche und spüre, dass ich gerade jetzt Halt im Glauben brauche. Gleichzeitig treiben mich Zweifel um. Ist dies meine Kirche? Möchte ich diese Institution weiterhin unterstützen? Bin ich in der katholischen Kirche noch zu Hause? Doch die Fastenzeit ist gerade für mich jetzt Hoffnungszeit. Ich erlebe in dieser schwierigen Glaubenszeit Menschen in unserer Kirche, die Mut machen, die mutig ihre Meinung vertreten und den eingeschlagenen Weg weitergehen. Hoffnungszeit ist für mich der Mut der Frauenreformbewegung Maria 2.0, die ihre Thesen an die Kirchentüren angeschlagen haben. Hoffnungszeit ist für mich Schwester Philippa Rath, Benediktinerin und Delegierte des Reformdialogs Synodaler Weg. Sie ist dort aktiv im Forum Frauen in allen Ämtern und Diensten der Kirche. Schwester Philippa schreibt in ihrem Buch »Weil Gott es so will«, dass es eine ungeheure Verschwendung von Begabungen und Charismen von Frauen gibt. Entscheidend ist doch, dass Ämterfragen nicht am Geschlecht festgemacht werden dürfen, sondern eine Frage der Berufung durch Gott sein sollten. Sie ist der Meinung, dass es schon heute dafür Spielräume im Kirchenrecht gibt. Hoffnungszeit ist für mich, dass die deutschen katholischen Bischöfe im Reformdialog Synodaler Weg dieses Thema überhaupt zugelassen haben. Hoffnungszeit ist für mich, wenn mutige Priester und pastorale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterhin homosexuelle Paare segnen. Ich persönlich hoffe auf mutige Frauen und Männer, die gemeinsam eine Erneuerung unserer katholischen Kirche in Deutschland vorantreiben. Mutig miteinander konkrete Entscheidungen für die Zukunft treffen und den Reformprozess trotz Widerstand aus Rom weiterverfolgen. Wichtig ist für mich, dass wir an der Basis in den Kirchengemeinden den Weg weiter mitgehen und für unsere Interessen und Ansichten antreten. Diese Hoffnung hilft mir, meinen Glauben trotz allen Widrigkeiten weiterzuleben. Die dringend notwendige Erneuerung unserer Kirche wünsche ich mir vor allem für meine Töchter und Söhne, für unsere Enkel und Urenkel, in der Hoffnung, dass sie den Glauben weitertragen und sich nicht von der katholischen Kirche abwenden. In der heutigen Lesung hören wir auch von Grübeln, Zweifeln, Grauen und Angst. Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der vielen, Grauen ringsum. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Der Herr prüft den Gerechten, er sieht Herz und Nieren. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn. Vertrauen wir auf die Zusage Gottes. Der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, die Corona-Krise ist wie die Fastenzeit Wüstenzeit. Das normale Leben ist angehalten. Es ist Zeit zum Innehalten, Zeit zum Trauern, Zeit zum Üben von Geduld und Demut, Zeit, neue Hoffnung zu schöpfen, Zeit zu unterscheiden, was uns tröstet und was nicht.
Schenke uns für diese Fastenzeit deinen Segen. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.